Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor. Heute ist das vorsichtig letzte Video von Hello Neighbor Alpha 1. Heute gibt es nochmal eine Challenge und für das dürfen wir den Nachbar verbacken. Das ist erlaubt, das machen wir mal ganz kurz. Kann man eigentlich klingeln? Nee. Na, auf jeden Fall warten wir kurz, bis der Nachbar hier ist. Wir schmeißen hier kurz eine Scheibe ein. Kommt. Oh ja, er kommt. Wir dürfen ihn... Oh, oh, scheiße, meine W-Taste. Wir dürfen ihn nämlich für diese Challenge verbuggen. Und diese Chance lassen wir uns natürlich nicht nehmen, ne? Boah, lol. Oh mein Gott, hä? Okay, er ist jetzt hier. Okay, ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Komm schon. Ja, können wir müssen auch durchs Fenster raus, alles klar. Auf jeden Fall ist die Challenge so, dass wir hier alle Kisten aus dem und Stühle aus dem Nachbar sein Haus nehmen müssen und hier hinter diese Mauer oder hinter diesen Zaun geben müssen und dabei wird halt die Zeit gemessen und ja, genau, das ist so die Challenge. Ja, auf jeden Fall, ich weiß auch da gerade nicht, wo die Bestzeit liegt. Ich werde zum Ende dann kurz googeln und dann, ja, blende ich euch jetzt auch einen Timer ein. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. 3, 2, 1 und los. Genau, wirklich nur alle Kisten und Stühle. Ich werde euch das jetzt auch ankannt lassen. Oh Gott, das ist natürlich nicht so vorteilhaft, wenn die B-Taste spackt. Oh, lol. Hä? Er hat sich befreit. Was? Hä? Warte mal, was? Okay, warte mal, das zählt aber nicht. Dann bringe ich diese Kisten gleich nochmal zurück. Hä? Wie konnte das sich denn... Hä? Warte mal, was? Er hat sich einfach wieder losgebackt irgendwie. So, bist du jetzt stuck? Hä? Das war ja übel weird. Das hat er noch nie gemacht. Er hat sich noch nie selbst... Ach man, W-Taste. Jetzt ist er auch der Beste... Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt kann er sich nicht mehr irgendwie rausbuggen hier. Okay, ich habe die Kisten jetzt hier alle mal in den Stapel gelegt. Dann gehe ich jetzt wieder rüber, dann können wir nochmal neu starten. Alter, was war das denn? Wehe, du kommst nochmal raus. Okay, ich würde sagen, wir scheißen drauf, dass er gerade huntet. Sowieso gerade aufgehört, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Ja, es geht jetzt halt wieder los. Genau, auf jeden Fall alle Kisten hier. Jetzt wäre es halt wirklich vom... Okay, ja, ihn triggert es scheinbar immer wieder, wenn wir hier irgendwie durchgehen, aber egal. Ja, wir lassen uns dadurch natürlich nicht ablenken. Ich werde euch wahrscheinlich auch die Musik wegpacken, weil das ist echt nervig tatsächlich. Aber egal. Wir werden hier auf jeden Fall alles hier hinter diesen Zaun, oh, das würde jetzt zum Beispiel nicht zählen, aber das können wir danach noch machen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall liegt, glaube ich, der Rekord bei so ein paar Minuten. Ich bin gespannt, wie lange das wir brauchen. Also irgendwie fliegen die nicht so richtig geil. Okay, das Ziel ist natürlich, keine zu vergessen. Auch keinen Stuhl zu vergessen, ist glaube ich aber klar. Das ist sonst ein bisschen praktisch. Wieso typisch, Alter, was laber ich? Okay, hat aufgehört, nice. So, wir nehmen noch die Kiste. Hier ist noch eine. Und dann nehmen wir hier auch einfach mal noch so einen Stuhl. Genau, die Sessel gehören auch dazu. Ach man, Sofas kann man ja gar nicht hochheben. Ja, genau. Das ist eigentlich alles, was dazu gehört. Ja, die Challenge habe ich übrigens bei Tulfa entdeckt. Falls es irgendjemand interessiert, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ja, wir versuchen jetzt diese Challenge und versuchen natürlich keine Dings hier zu verfehlen. Wahrscheinlich werde ich auch nicht durchgehend labern, weil mir fällt nicht so viel ein zum Labern. So, ich schmeiß das Ganze jetzt mal ein bisschen langsamer als... Alter, scheiße, ich muss aber trotzdem ein bisschen Gas geben, Alter. Wir sind schon bei 1,5 Minuten, ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall, Alter, komm. Mein Gott. Ich bin ein bisschen unter Stress, muss ich sagen. Ich glaube, hier hinten war ja nichts. Ich muss trotzdem... Ich will halt einfach sicher gehen. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen. Okay, in der Küche waren auf jeden Fall... Okay, zwei Stühle, mehr nicht. Okay, dann hier dann noch ein Stuhl. Dann hätten wir das untere Stockwerk... Das untere Stockwerk tatsächlich schon geschafft. Okay, der Nachbar handelt uns auch gerade nicht mehr. Das ist sehr gut. So, das hier ist, glaube ich, der letzte Stuhl im unteren Stockwerk. Wir gehen jetzt einfach hier mal hoch. Oh, scheiße, der Hai. Oh, shit. Och, das ist natürlich unnötige Zeit, die ich hier gerade verschwende. Aber egal. Stimmt, wir müssen... Ach ja, genau, das Ganze hier... Oh, warte mal, ich glaube, wir schmeißen das hier alles raus. Erstmal ganz kurz. Weil, Alter, das wird uns sonst... Da können wir einfach außen rumrennen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass wir nicht in die Geheimräume gehen. Die zählen nämlich nicht dazu, diese zwei Geheimräume hier. Genau, das wollte ich auch mal noch so kurz sagen. Genau, hier die Kisten gehören natürlich auch dazu. Die hat es gerade noch weggebackt. Was? Das ist natürlich von Vorteil für uns. Da kann ich jetzt natürlich nichts dafür. Oh, hier hat es ja noch richtig viele. Genau, dieser Sessel gehört natürlich auch dazu.
Nimmt aber dich hier auch nochmal kurz mit. Okay, hier ist dann sonst nichts mehr. Okay, das merken wir uns. Ja, tut mir leid, wenn die Stühle hier halt wegbrachen, kann ich eigentlich auch nichts dafür, von daher. Naja. Oh Gott, Alter. Geht ja übel ab. Nein, wieso bist du hier rüber geflogen? Genau, es muss halt alles hinter diesem Zaun sein. Das ist sozusagen wie die Abschlusslinie. Genau. Wir können dann am Schluss theoretisch auch nochmal kurz eine Kontrollrunde machen. Wenn wir genügend Zeit haben. Hier ist ja jetzt nichts mehr. Genau. Okay, hier haben wir natürlich noch viele Kisten. Ich glaube, die schmeiße ich aber auch raus. Weil die können wir dann von außen rumholen halt. Weil dann können wir jetzt hier den Rest erstmal rausnehmen. Okay, hier ist es alles. Oh Gott. Dann noch dieser Sessel hier. Hier ist alles. Ja, okay, dann ist das sonst aber alles. Okay, dann fangen wir hier schon erstmal mit den ganzen Stühlen hier an. Ich glaube, wir sind trotzdem gar nicht so schlecht in der Zeit. Wir sind jetzt dann gleich bei 4 Minuten. Ja. Wenn die Timer ungefähr synchron sind. Ach scheiße, wieso renne ich ins Haus? Okay, der Nachbar hat wieder getriggert. Hat sie aber, glaube ich, nicht losgebackt. Nee, ist noch da. Okay. Keine Ahnung, was das war. Jetzt habe ich immer Angst, wenn wir ihn verbuggt haben, dass er doch noch nicht safe ist. Oh shit. Alter, was soll das? Wie geht's darüber? So. Okay. Und dann gehen wir mal noch hier rum, weil es so schön ist. Ist natürlich hier auch noch die ganzen Kisten. Komm her. Alter. Oh Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so langsam. Okay, wie gesagt, diese ganzen Geheimräume, die gehören nicht dazu. Ja. Okay, Leute. Ich habe gerade wieder nichts gesagt. Es ist so komisch, weil ich schneide das halt sonst immer raus, ne? Aber jetzt ist halt eine Challenge. Mit dem will ich euch drin lassen. Nicht, dass dann irgendjemand ankommt. Du hast gecheatet, Alter. ja. Eigentlich nur wegen dem. Okay. Also, wir hätten jetzt. Ja, wir können jetzt. Ja, gut, wir sind bei 5 Minuten. Also, es ist wahrscheinlich. Ich stoppe jetzt mal, zack. Okay, ich habe jetzt hier 5 Minuten, 4 Sekunden und 36 Hundertstel. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Kontrollrunde. Ich glaube, wenn man irgendetwas vergessen hat, dann gibt das einen Fehlerpunkt logischerweise und dieser wird mit einer Sekunde, glaube ich, bestraft. Dachte ich, habe ich gedacht. Hier ist überall nichts mehr. Hier auch nicht. In der Küche. Nee, sieht auch nichts. Hier. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da ist noch so ein Hocker oder so. Okay, hier ist ja eigentlich auch nichts mehr. Genau, das Sofa können wir halt nicht aufheben. Dann, hier oben ist sowieso nichts. Hier rein, oh Gott. Oh, zum Glück ist hier im Vorraum nichts, okay. Glück gehabt. Hier ist, das ist ein, so ein Papierflieger-Dings. Ist eigentlich hier noch etwas drin? Da ist eine 3? Ja, okay, mehr aber nicht, okay. Genau, keine Ahnung, wo diese Kisten hier halt hin sind. Da, ja, kann ich jetzt halt auch nicht groß was dafür. Hier kommen wir nicht rein, genau. Hier war nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Und dieser Raum hier ist auch leer. Ja, das heißt ja eigentlich, wir haben es geschafft. Es sei denn, im Fahrstuhl hier ist noch irgendwas. Nee, tatsächlich nicht. Dann fahren wir nochmal kurz runter. Hä? Achso, ich bin auch dumm. Ich drücke auf den zweiten Stock und frage mich, wieso das hier nicht runterfährt. Ja, okay. Perfekt. Ja, also wir haben alles scheinbar gefunden, ertappt. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja, hier. Okay, aber da ist der Großteil ist hier noch drin, ne? Nur, dass es gerade klar ist. Okay. Ja, perfekt. Dann, warte mal, ist hier hinten nicht irgendetwas rausgeflogen? Ah, ne, okay, Glück gehabt. Oh, ums Haus können wir noch kurz schauen, ob wir was vergessen haben. Okay, hier haben wir alles erwischt. Hier aber auch, okay. Ja, dann haben wir wirklich nichts vergessen. Okay, perfekt. Okay, Leute, also ich habe gerade nachgesehen, die beste Zeit ist bisher bei 6 Minuten und 16 Sekunden. Wir hatten ja, warte mal kurz, 5 Sekunden, ja, genau, 5 Minuten, 4 Sekunden und 36 Hundertstel, das heißt, wir sind ja der neue Best Player hier. Also ich weiß natürlich nicht, ist einfach aus dem letzten Stand, wo ich bin, ist das so, beziehungsweise aus der Quelle, die ich jetzt gerade gesucht habe. Ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich das geknackt habe, ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, die ganze Alpha 1, lasst ein Like und ein Abo da, es würde mich sehr freuen, ja, also wie gesagt, es ist halt, es ist jetzt, die Alpha 1 ist jetzt vorbei, es war eigentlich eine coole Version, man konnte viele Sachen machen, leider kein richtiges Ending, aber das wird sich bestimmt in der nächsten Version ändern, deswegen seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge Hello Neighbor. Ja, dann würde ich sagen, was, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao!